Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Tag. Nach Silvester, warum weil der allererste Abo-Special, also 15 Abonnenten-Special, abgekackt ist. Dafür müssten wir also einen neuen machen. Und hier sieht man einen wunderschönen, sag ich mal, einen wunderschönen Screenshot von mir auf meinem Server in der Admin-Welt. Und natürlich sind wir mal wieder nicht alleine. Wir sind natürlich wieder mit dem Camiro 99 unterwegs. Hallo Leute, willkommen, ja genau, willkommen in dem 15 Abonnenten-Special von Freunde Männer 90. Ich hoffe, er schafft das. Wenn nicht, ich bin traurig, ich will nicht sterben. Nein, war Spaß, Leute. Kann ja mal passieren, aber ja, ich wünsche euch ein neues, gutes neues Jahr von mir. Ciao. Heute ist 2014, der erste 2014, heute aber Silvester, heute 0 Uhr. Ja, genau. Und Wuschelmann, was sagst du dazu? Wie war dein 2013, ja, wie war das für dich? Ja, ein bisschen anstrengend und ein bisschen blöd mit dem ganzen Streit und so ein Scheiß und was auch immer. Aber ja, sonst eigentlich ganz okay. Und dein? Wie war dein 2013? Zu helle. Ich hoffe, 2014 wird für mich gut. Okay, das war die Hölle also. Und ja, der Ab... Also, was? Hier in Baden-Württemberg war der Hagelschaden. Achso, ja. Über ganzen Grafenberg, Reutlingen, überall. Das ganze Baden-Württemberg. Fast. Nee, ich war da so aufgeregt. Ich hätte mir fast das Leben gebrochen, Alter. Ich bin so schnell wie möglich in mein Haus reingerannt. Mein Kumpel hat 15 Hagelschaden auf seinen Kopf bekommen. 15 Hagel, meine ich. Oh je. Egal. Ich hoffe, ich wünsche ihm eine gute Besserung, auch wenn es schon lange her ist. Der Tag wird heute so sein. Wir werden heute ein bisschen Wolfteam spielen, auch ein bisschen Minecraft spielen, ein bisschen Cardcoon, ein bisschen Survival Games, was auch immer. Das werden wir natürlich sehen. Und ja, ich werde das natürlich alles mit Camiro 99 machen. Ich werde dazu auch immer kleine Cuts hinzufügen. Und ja, dann sehen wir uns nach einem kleinen... Hier sind wir wieder und wir wollten gerade eben was machen. Naja, wir sind hier wieder und Camiro hat bei mir richtig schlechte Verbindung, eine richtig schlechte Verbindung bei mir. Ja, egal. Ich bin gerade gestorben. Wir werden hier natürlich ein paar Glitch zeigen und ein bisschen Sniper. Ich habe hier den Reinhard Schneider. Pedro. Geht er noch? Geht er noch? Der müsste noch gehen. Ey, du! Hä? ja, Leute, ihr habt gesehen. Der Glitch funktioniert nicht mehr. Der Glitch hier funktioniert und, tja. Wir machen hier mal gerade ein bisschen Kacke. Ich esse Kacke. Protect every target sector. Der müsste aber noch gehen. Falls ihr den Glitch kennt, dann könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Immer in die Kommentare schreiben. Alles drum und dran. Und dann machen wir mal hier weiter. Und hier drauf! Nein, daneben gefurzt. Daneben. Geht denn da auf diesen einen Glitch da drauf von da hinten? Geh da hinten auf diesen Glitch. No fatality reported. In meiner Base oder bei dir? Ich seh dich gar nicht. Nein, warte, jetzt versuche ich mal nochmal da hoch zu gehen. Aber ganz beruhigt. Nein, okay, aber der geht nicht mehr. Man kann ja nicht so hoch. Ja, verarsch mich nicht. Geh doch da hin, du Penner. Ja, okay. Ja, nein. Transformieren ist hier verboten. Ah doch, es geht. No fatality reported. Ja toll, es ist zu weit unten, um da hochzukommen. Also Leute, du bist doch da, du kleiner Noob. Hoio! Also wir machen jetzt mal einen zweiten Versuch. Mach mal hier so. Ja, jetzt schaffen wir es.
Ja, das sieht gut aus. Aber es ist nicht hoch genug. Schade. Ich will mal gucken, ob das Camiro überhaupt schafft. Ja, warum, weil man nicht mehr so hochkommt? Boah, ich wäre fast gestorben. Hey, hör auf! Nein, es geht nicht mehr. Ich wollte hochspringen, es geht nicht mehr. One minute left. No fatality reported. Dann hör du auf, mich anzugreifen. Penner. Komm doch her, ich mach doch nichts. Ja! Ah! Du hältst doch nicht, dann machst du das! Hab dich anvisiert, ich hab dich aber nicht abgeballert. Ha! Jetzt hör mal auf zu töten. Was nicht angewiesen wird. Der hat sich gerade wie ein Roboter angehört. Ja, Leute, wir sind jetzt hier in der. Sag mal, das ist Runde. Und wir haben hier noch keinen. Wollen wir jetzt einen Sniper oder was willst du jetzt machen? Glitch oder. Nein! Falls ihr das nicht wisst, Leute, ich bin schon lange nicht mehr in Wolf Team. Gerade eben schon ein paar Tage oder eine Woche, sag ich mal. Scheiße. Nein! Ich treffe immer daneben. Jetzt kommt der. No fatality reported. Nein, Leute. Ich werde vielleicht auch mal bald Walking Dead kaufen, was ihr bei Ding gesehen habt. Bei Kev. Nein! Ja. Ich hab ihn einmal getroffen, aber er hat leider gewonnen. Und so beginnt auch schon die fünfte Runde, meine Freundchen. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Mit Wolf. Mit dem Wolf wollen wir weiter snipern. Also ich mach dich so langsam fertig, ey. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt, früher war ich auch voll der Noob-Sniper. Wieso Headshot? Du hast mir nicht mal in den Mund geschossen. Protect every target sector. Ja, komm! Willst du snipern? Bei der einen, wie gerade. Ja! Sniper? Oh mein Gott! Der benutzt bestimmt. Stoppen! Ich hab dich einmal, glaube ich, auf jeden Fall mal getroffen. Und dann beginnt auch schon die sechste Runde. Sekte Runde. Du hast voll schlechtes Internet, Alter. Mission failed. We lose. Du hattest bei mir 500 oder so. Protect every target sector. Nicht so gut für dich. Eieiei. Ja! Nice Shot. Gleich am Anfang. Zwei Schüsse. Tja, und dann beginnt auch die siebte Runde. Und ich hab den Punkt. Ja. Mensch, welche Waffe nehme ich? Diese. Hat auch diese komische eine Sniper da, Protect every target sector. Die so cool aussieht und sich anhört wie so ein. Wie die Sidechef oder Car oder was auch immer. Ey, nicht von der Seite! Ey, du bist so ein Noob! Kevin Knox, Camiro 99. Der bekommt keinen Punkt. Der Noob hat Maschinengewehr benutzt. Hab ich nicht, ich hab nur ein bisschen anvisiert oder so. Ja, ich hab nur kurz geschossen, aber dann hast du doch gewonnen, also brauchst du gar nicht holen. Jetzt kommt er bestimmt schon wieder. Nö. Da warte, nein, gib dir meine Waffe, mit der ich. Ja, was soll ich damit? Lass doch, wir nehmen sie. Wieso soll ich die nehmen? Die liegt da. Nimm die mal. Nix da. Die voll gut. Die nicht. No fatality reported. Also, der Camiro 99 ist natürlich sehr dumm, wenn er sowas macht.
Der kann natürlich nicht richtig spielen. Das müsst ihr natürlich immer auf. Ihr müsst natürlich immer aufpassen. Der Heston spielt nicht richtig. Jetzt geht schon auch. Beginnt auch die 10. Runde. Ja. Weil der Lappen kann ja nur noch von der Seite kommen. Der kommt definitiv da. Oder kommt von hinten. Weil da gibt's der heftige Noob kommt von hinten. Was für ein Noob. Wie jeder andere auch. No fatality reported. Der komm her, Sniper! Oh mein Gott! Der, bei mir leckt oh gerade. Der Heslon. Dieses Mal gewinnt. Würde Kamira nur einen halben Punkt gewinnen, weil von hinten gekommen ist, wie jeder Noob, wie jeder andere Noob auch. Und ja, deswegen. Der kommt ja auch nie von vorne, der hat halt keine Eier, deswegen. Der hat nur hinten Eier, deswegen kommt er auch nur von hinten. Du. Wer kommt immer von hinten? Ich weiß, dass der ganze Zeit. Solche Jetman kommt der immer von hinten, der Buschel, weil der so kleine Lappen hat, weil er keine Eier hat. Noch blöder kann der nicht sein. No fatality reported. Ja, ich habe ihn getroffen. Jetzt kommt er bestimmt von der Seite, wie ich mir das gedacht habe. Ja, das war jetzt ein Punkt für mich, weil er mal wieder von hinten gekommen ist. Und dann geht 8. Punkt an mich. Hui. Und wir gehen auch jetzt beginnt auch schon die 12. Runde. Und wenn er jetzt schon wieder von hinten kommt, ist er der größte Noob der Welt. Das müssen wir jetzt alle kennen. Müssen wir doch jetzt alle kennen. Ja. Ich mach mal schon mal, was passiert. Jetzt bin ich mal, scheiße, ich bin falsch hingegangen. Jetzt kommt er aber nicht von hinten. Jetzt kommt er bestimmt von der Seite. Also, jetzt gehen wir um die Ecke und gucken mal, was wo der ist. Oh, er befindet sich nicht mal hinter uns. No fatality. Der Ding hat endlich mal. Oh, der war gut, der war gut. Dann beginnt auch der Punkt an ihn. Leider. Haha. Und das war's auch schon, die 12. Runde. Jetzt bekommt die 8. Runde. Dann machen wir wieder einen kleinen Cut. Dann spielen wir ein bisschen Team Deathmatch. Warum? Weil sonst ist es ein bisschen zu viel Aufregung mit dem ganzen Warten und so ein Scheiß. Wir werden ja alles ein bisschen abkürzen. Und dazu machen wir gleich einen kleinen Cut, wenn er gewinnt. Protect every target sector. Jetzt guck, jetzt kommt er von der Seite, jetzt mach ich ihn mal, nerv ich ihn mal. Ach doch. Mission complete. We win. Lachen! Ja, und jetzt ist auch schon die Lachen forever. Es steht auch schon 5-8. Und bevor der jetzt schon wieder an der Seite kommt, baller ich ihn weg. Guck mal, dieser Heslon kann es einfach nicht von vorne kommen. Was denn, der? Und okay, der Punkt gilt natürlich an keinen. Dann sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder bei Team Deathmatch oder was noch anderes. Da sind wir auch schon wieder hier in einem Team Deathmatch.
mit Camero 99 und wir wollten hier ein bisschen glitchen, aber wir machen jetzt mal was anderes. Wir töten die jetzt. Wo geht's nochmal hin? Ich hab vergessen. Achso, wir sind in der anderen. Guck, achso, das ist halt doch nicht. Wir müssen hier ein bisschen glitchen, damit die uns nicht sehen. Müssen wir jetzt in die Gegnerbase, um da hochzukommen. Und der Snox, also der Camero 99, ist schon hier fast hier oben. Mission complete. Schade, Schokolade. Achso, der wollte hochglitchen. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ey, du. Bann? Bann? Wirst du gebannt haben? Protect every target sector. Also jetzt gehen wir mal andere Seite und versuchen diesen Hethlons zu töten. Bevor die uns töten, natürlich. Jetzt gehen wir mal hier um die Ecke und gucken, was die vorhaben. Warum? Weil ich will jetzt natürlich alles wissen. Ich will natürlich wissen, was die jetzt gerade hier machen. Der eine Hethlon will, glaube ich, glitschen. Dann mache ich das mal selber. Also ihr müsst hier auf die Kiste und der Hethlon. Und einer ist im Glitch! Einer ist im Glitch! No fatality in Red Team reported. Also jetzt mache ich mal ein Bann-Video. Der beginnt. Der beginnt mal. Also ich beobachte jetzt mal den Camero. No fatality in Red Team reported. Camero 99 bei seiner Waffe. Und ja, dann machen wir mal hier direkt weiter. Schneller! Ich wünsche hier die Runde trinken. Ich komme gleich. Einen hat er mal fertig gemacht. Ich habe mir kurz was zu trinken geholt. Trink kurz was. Damit es nicht so laut ist. Ja, und hier geht's auch direkt weiter. Der hinter dir müsste, der glaubt, ein Block sein. Hinter dir, oder? Oder war das nur ein Leck? Keine Ahnung. War, glaub, eine Holo. Der ist, glaub, oben auf dem Glitz, das denke ich. Also jetzt geht der Camero 99 hier oben auf die Decke, sag mal. Ich meine auf dem Glitch. Oh, 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 ich bin jetzt sehr gespannt, wo der ist. Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt echt gespannt. Warum? Ich habe keine Lust, getötet zu werden. Oh, egal, ob man auf dem Glitch ist oder nicht. Achso, hat der Bombe gelegt? Achso, ja, der ist Bombenleger. Das scheint nicht da zu sein. Baller nicht einfach um die Eier. Oh, schade. Wir haben leider diese Runde verloren. Und es scheint doch nicht ein Bann zu sein. Wir haben zwei Lappen. Ah, ich kann Screenshots machen. Das ist gut, das ist gut. Screenshots. Ich wusste nicht, was kann man jetzt damit beide machen? Egal, wir gehen auch schon hier mal in die zweite Runde. Der Beste ist gerade von uns allen Flitzy und Snox. Das Camero 99 sagt immer Snox, ist ja Scheiß drauf. Und ich werde jetzt gucken, ob hier welche sind. Hier scheint keiner zu sein. Geh ich mal hier auf den Glitch. Hahaha. Da ist einer. No fatality reported. Der eine Hethlon geht auf den Glitch. Ein Hethlon geht auf den Glitch. Könntest du ihn bitte töten? Das wäre sehr nett. Also, ich bin fast selber am Arsch. Und wenn jemand weiß. Geh mal hier weg vom Glitch. Zwei sind auf dem Glitch. Einer war auf dem Glitch, meine ich. Der eine. Ah, du Hacker! No fatality, du Hethlon! Heftiger Hethlon! Bei mir leckt es! Ah. Und der. Alter. Und ich hab eine richtig schlechte FPS! Ich hab nur ein FPS! Oh. Mission failed.
einen Boden gebracht. Hatte 1 FPS. Ist natürlich richtig schade, wenn man nur eine FPS hat, wie gerade eben. Ich werde jetzt vielleicht mal ein bisschen campen. Ich würde auch machen. Jetzt habe ich langsam mehr FPS, aber jetzt bekomme ich auch schon wieder weniger. Wie man da oben, oben rechts sieht, ganz oben rechts, sieht man die FPS-Anzeige. Ich werde hier mal ein bisschen chillen. Ja, und ich hoffe, dass jetzt keiner kommt und tötet. Spaß. Wir werden mal vielleicht auch ein Harden-Check machen. Egal, in Wolf-Team ist YOLO. Einfach ein Harlem-Shake. Wolf-Team, Minecraft, was auch immer. Ihr könnt mir auch hier in die Kommentare schreiben, wo ihr einen Harlem-Shake machen könntet. Oder wir werden auch bald werden wir auch Metin spielen, ein bisschen Metin spielen und leveln. Markus ein Projekt machen, bis er Level 99 ist. Dann hört doch vielleicht auf oder er macht weiter und holt sich alle Sachen, was es gibt. Ja, das stimmt. Wir werden hier ein bisschen Metin spielen. Es kommt dann auch vielleicht mal Folgen, es kommen auch vielleicht mal keine Folgen. Warum? Weil mit Fraps aufzunehmen ist echt schlimm. Nicht schlimm, aber wenn du halt jetzt eine Stunde machst, dann dauert es echt. Ja, was nehme ich? Das Sniper. Es leckt bei mir. Ich habe nur 3 FPS, nur 0 FPS. Was baller ich da weiter? Ein Ding, nervt. Der Heslon. Komm her, du Heslon. Baller ihn ab! Warte! Na Mann! Meine Maus. One minute left. Wo ist der Heslon? Also jetzt verfolgen wir ihn mal kurz, Leute. Ja, und ich bin sehr gespannt. Vielleicht bin ich so blind gewesen. Geh auf den Blitz. Ich bin jetzt echt gespannt, wo der ist. Vielleicht kann er auch hier in der Ecke sein, ist aber nicht so. Umso weiter weg du gehst, umso besser. Guck mal kurz. Ich verfolge ihn jetzt, mir ist scheißegal. Ei, der tötet mich. Ja, ich habe ihn getötet. Und dann geht's auch schon in die fünfte Runde. Oder in die fünfte Runde, glaube ich. Ja, in die fünfte Runde. Und gucken, wer gewinnt. Ich hoffe natürlich wir. Ich muss den natürlich mit dem Wolf töten. Warum? Weil ich hasse es eigentlich mit zu ballern mit so einer schlechten FPS. Komm jetzt gerade nicht mehr weiter. Naja, gehen wir mal weiter. Ich hab hier die EF 2000 limitiert. Bekommst du auch, wenn du einen neuen Account machst, ein bisschen eine Paysafe-Karte kaufst. Musst du eine Paysafe-Karte kaufen. Und dann den Wolfkin aktivierst, bekommst du AP. Die musst du natürlich auf der Webseite machen und da ist ein Heslon. Und der hat mich natürlich gekillt. Ist natürlich jetzt nicht der große Kracher, aber. Einen weiteren Teil von unserem Abo-Special. Wir sind jetzt diesmal in Minecraft und natürlich ist auch der Kameramann dabei. Aloha! Wieso Aloha? Wir sind doch weiter in der Aufnahme. Wir haben nur ein paar Kratzer gemacht. Ja, und doch trotzdem Aloha. Okay. Natürlich bin ich jetzt wieder in seinem Haus. Ich frage, wie geht es so gut? Da kann ich fliegen. Achso, du musst da goldene Schuhe anziehen. Bei. Nein, oder Knöpfe. Eye-Time. Hey, ich kann fliegen. Wie heißt nochmal der Befehl? Bei Boots. Bei Boots. Hi. Mama, mal wieder GTA zocken, ich vermisse das voll. Was?
vermisse GTA Online. Hey, was? Ja, wir werden morgen COD spielen, oder? Bitte. Ja, Leute. Wir machen hier mal direkt weiter. Wir wollten ja unserem Projekt ein bisschen weitermachen. Also, gehen wir mal wieder. WADWXP. Schreib mal schräger Strich, Buch. Wo ist nochmal? Geht nochmal nach unten. Schreib mal schräger Strich, Webo. Haben Sie hier umgebaut? Achso, hier. Mann, ich hab's vergessen. Ich hab schon lange nicht mehr aufgenommen. Hallo, schreib mal schräger Strich, Webo. Kann ich. Achso, das ist so ein Jump, ja. Mann, ich hab ein FPS. Immer hab ich nur ein FPS. Soll die Musik auslassen? Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich die Musik auslassen soll oder nicht. Tja, ich möge ihn mal. Bin ich jetzt hier? Ist ja auch ein Extrembaum. Ah, wie schließt man das? Ich hab nur zwei FPS. Muss das Wasser nicht drin sollen. Das ist vielleicht billig. Egal, jetzt probieren wir es mal aus, Leute. AFK. Farm. Jetzt müsste aber welche spawnen. Und wieso ist meine FPS so schlecht? Egal. Ich mach sie erstmal fertig, du. Zack. Wir könnten noch mal ein anderes Headpack nehmen. Boah, das fuckt rum, Alter, mit dem Boot. Ja, stimmt. Nimm mal doch mal das... Gar nichts mal. Komm, nimm mal einfach mal gar nichts. Tja, Leute. Und hier nehme ich auch mal, Alter, ist das schwer. Wie kann man dieses Spiel nicht mehr gewinnen? Egal, Leute, ich weiß gar nicht, wie das so stumm bin. Egal, jetzt machen wir mal hier weiter mit diesen XP-Farmen. Natürlich möchte ich hier jetzt den Bogen mit Unendlichkeit. Oh, ich muss dann nur Level 14 erreichen. Dann hätte ich jetzt einen Ultra-Bogen, sag ich mal. Und damit werden wir dann noch einen Schritt weiter im Projekt. Und wenn ich muss nur noch ein Level machen. Komm schon, ein Level. Spawn doch hier Short-Dinger. Ich hoffe, es geht nicht so schnell aus. Oh mein, ich hab keinen Bock, das zu verarschen. Und ich glaube immer ein Admin ist on. Ja, und ich bin Level 14. Egal, mach ich mal so lang weiter. Crusher. Ja, okay, es ist fertig. Gehen wir mal home. Und hier haben wir hier einen Amboss. Jetzt gehen wir mal hier runter. Gehen wir bei unserem Amboss, nehmen unseren Bogen, unsere Unendlichkeit und da haben wir! Jetzt haben wir einen Bogen mit Flamme 1, Schlag 1, Stärke 3 und Unendlichkeit. Damit könnten wir jeden abballern. Leute, normalerweise ist eine Stunde schon vorbei. Wir müssen eigentlich aufhören. Nein. 20 Minuten jetzt, und dann fangen wir mit dem Projekt Metin an. Dann beenden wir vielleicht auch den Abonnenten-Special mit noch einem, haben wir noch einen kleinen Cut und fügen das hinzu natürlich.
und warte auch natürlich. Machen wir jetzt aber ein bisschen weiter. Ich habe schon mal einen richtig guten Bogen. Willst du mal herkommen? Gehen wir mal im W-Arena. Ob hier überhaupt einer ist? Nein, es sieht aus, als wäre hier keiner. Und habe ich da gerade einen Diablock gesehen? Ich will den Diablock. Ah, Diablock. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Also Spawny, Spawny. Und ja, werden hier mal den Bogen in die Endertruhe packen. Und natürlich ist ein zu viel. Ja, so. Und hier haben wir noch einen goldenen Apfel. Könnte man das eigentlich noch hinzufügen? Geht es oder geht es nicht? Also ich habe Stärke. Stärke habe ich 3, das langt. Schärfe brauche ich nicht. Effizient. Also ich hätte jetzt nur... Ich bräuchte Schlag. Aber geht es überhaupt? Stärke, hat es überhaupt Stärke? Stärke 3 hat es, oder? Ja, es hat Stärke 3. Aber nicht Schlag 3 oder 4 oder 5. Und was Camiro gerade macht, weiß ich nicht. Ich werde ihn mal jetzt hier bei TP. Items. I time. Ich hab nur 20 Minuten, ich brauche 30. Ernsthaft, Leute. Ernsthaft. Man braucht wirklich für TPA, einmal TPA, versuche 10 Minuten TPA richtig zu aktivieren. Du hast nicht genug Minuten. Aha, mir egal. Kann ja da niemand noch rumfliegen? Ja, natürlich. W-Boots. Nein. Bist du gerade bei W-Boots? Komm mal, spawn. Ich geh jetzt mal zum Spawn, Leute, und guck mal, was den Camion 99 macht. Okay, ich bin da. Oben bin hier. Oh, wo bist du? Oben. Wo bist du? Bei dem richtigen Spawn da halt. Ja, unten, da wo die ganz viele Ballblöcke sind oder oben? Achso, du bist bei den ganz vielen Wollblöcken. Ja, du bist hier beim Falschen. Komm her. Bist du auf dem Schiff? Meinst du auf dem Schiff? Also Leute, ich verstehe hier gerade nichts, aber es ist jetzt eigentlich auch egal. Komm mit. Ja, Leute. Weiß. Wo bist du jetzt? Denn? Bei dem Wolf, ich war jetzt bei dir, genau. Geh auf dem Schiff, einfach auf dem Schiff. Einfach auf dem Schiff, warte. Jetzt komm ich mit. Komm her. Ja, geh rein. Ach so, dieser Wal. Ich kann die hier einfach. Ich auch. Aber mir leckt, warte. Warte, ich muss hier erstmal runter. Chill mal! Okay, anscheinend du, woher bist du verhindert? Wie wär's, wenn du wartest? Leckt ein wenig. So, jetzt chill mal, bei mir leckt. Ja, wo ist der wie einfach steckt? Los, sag. Arschloch. Das ist ganz einfach, das habe ich schon längst mal rausgefunden. Schon bin ich wieder hier draußen, Leute. Warum der Ball hat uns aufgefallen. Und da natürlich konnten wir das natürlich nicht zulassen. Direkte was?
Yay, ich bin auf dem Wagen. Rektor Taverne, kick mich. Du Federball, ich bin auf dein Auge. Wo bist du, auf dem Schiff? Doch kein Killerball. Oder? Man, ich glaube, mein Ding ist abgelaufen. Gar nicht schön. Ich komme hier nicht mehr rein. Aha. Jetzt gehe ich auch auf sein Auge. Haha. I kill you! Dein Blut? Die habe ich gestern gebaut. Guck mal, auf dein Auge ist Blut. Die habe ich gestern gebaut. Ich könnte die Sandburg. Was? Von meiner Revier hier, wette, ich kann hier die Baumwurst abbauen. Das glaube ich dir nicht. Oder? Das hier mein. Noch nicht fertig. Wette, ich kann das Ding abbauen, das Bambus. Wette, ich kann das Bambus abbauen. Ich komm hier nicht rein. Guck, ich hab das abgebaut. Hä? Nein. Ach, das weiß ich hier. Das ist meins. Hier. Ja, bau mal was ab. Na, dann bauen wir was komm, ab. Komm, geh mal rein, dann zeige ich dir, was ich abbaue. Bau was ab. Ja, bau was ab. Leute, ihr müsst ihr nicht immer alles glauben. Warum, weil der... Aber du! Die Lügengeschichte. Möchte ich jetzt oben vorziehen. Und kannst und dieses Skelett sieht mir echt schön, sieht echt schön nach Rüstung aus. Habe ich was bekommen? Ja. Ein Stärke. Na warte, nein, ich baue kein Glas ab. Hallo, ich hab. Wir haben hier ist mein Eingang. Wo bist du? Ich sehe es nicht. Ach hier. Ja, okay, jetzt bau, mach mal die. Das kann ich nicht, weil das Top nicht mir gehört. Nein, ich hab's aber gebaut. Ja, ach nee, weil du auch keine Rechte hast. Nein, ich hab doch keine Rechte dann mehr. Dann bau doch irgendwas ab. Ja, ach nee, warum es auch nicht dir gehört, niemals im Leben dir gehört hat. Leute, ihr müsst ihn niemals im Leben richtig glauben, der erzählt man. Scheiße. Ja. Und ich will hier gerade nur was gucken. Hier gibt's vielleicht was. Das ist Casino, oder? Ah, wo bin ich? Wo bin ich? Hoch, du Depp. Alles ist entfernt. Was ist das? Oben. Hier gibt es die Zattel gibt es hier. Zattel gibt es hinter dir. Zattel gibt es hinter dir. 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 Holsteiner Ackergaul. Holsteiner Ackergaul. Cool, aber Leute, wie ihr seht, hat Camiro natürlich gelogen. Er hat keine Rechte mehr, aber er hatte auch nie welche. Wie viel Monet habe ich? Oh, ein bisschen wenig, komm. Noch mehr. Okay. Ich bin auf dem letzten Stock. 99 lügt. Karriere 99 hat natürlich gelogen. Was kann man sich hier alles kaufen? Gerade ist mir was passiert. Bei der Zahnspange ist so ein Draht abgebrochen. Zahnspange. Keine Ahnung. Mir egal. Wir werden natürlich auch bald mal wieder rummachen. Ich hoffe, ich kann noch fliegen. Ja, ich kann noch fliegen. Und komm, ich bin sogar über die Wiese. Ja, nur weil ich runtergegangen bin, du Lappen. Ich bin runtergegangen. Ja. Wer ist das dann? Ich werde hier einfach mal jetzt die Folge beenden. Gleich werden wir uns wiedersehen, warum es sonst wird echt zu lang bestimmt.
Also dann. Tja, Leute. Das sind wir wieder. Leider am Ende. Es hat natürlich sehr Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Oder mit Camiro99. Danke, dass du dabei warst. Ja. Gerade keine Antwort. Egal. Es hat natürlich seine Zeit, also es braucht natürlich Zeit, um die ganze den ganzen Schrotter zu machen. Ich werde es jetzt rendern und oder so ein bisschen. Und es kommt ungefähr am 3. Januar raus. Ich sollte es eigentlich für Silvester machen, aber weil das Video eigentlich normalerweise so ungefähr 5000 Minuten dauern würde, oh Gott, da sterben wir alle, habe ich gedacht, ich mache jetzt nochmal eins und zack dann auch den Datum, also Datum, wann das rauskommen wird. Jetzt zeige ich auch meinen Abschied für jedes Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, damit könnt ihr auch da zeigen, dass es euch gefallen hat. Und wenn es natürlich euch richtig gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Abo. Und wenn ihr es bitte auf Facebook teilen. Und bitte auch in Facebook teilen, Omas zeig, Omas, Opa, Schwester, Bruder, Oma und so weiter zeigen, damit wir bald, oder nicht Omas, haha, damit wir bald eine große Community werden. Und das wäre natürlich unser Traum von mir und Camiro. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, wenn es euch gefallen hat, beweist es mit einem Like. Oder wenn es euch richtig gefallen hat und ihr wollt noch mehr, dann zeigt es mir mit einem Abo. Und lasst immer Kommentare dabei. Immer kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Abo-Special oder beim Cardcom-Projekt, was auch immer. Bis dann und haut rein. Bis bald. Ciao.